Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wie war's? In der letzten Folge haben wir Vault 75 erkundet und haben eine Wackelpuppe gefunden. Die Wissenschaft Wackelpuppen, womit wir jetzt einen weiteren Versuch haben beim Hacken. Yay. Wow. Und wir haben einige Gunner geplättet und so, und ich will, wie kommt man da mal hier hoch? Da, ne? Ja. Ich wollte noch kurz darüber springen und gucken, ob ich diese eine Tür öffnen kann. Die da um die Ecke, weil die führt, glaube ich, nur zu so einer Sackgasse. So, gucken wir mal. Oh, hallo. Ich wäre so oder so da hingekommen, oder? Jetzt den und den und den und den. Du schlägst mich. Was? Der kommt nicht noch mal wieder. Na, hast du jetzt schon wieder? So, hier hin füttert. Wir wollen noch den hier looten. Mehr war ja eigentlich nicht. Gut. Ah, hier sind wir so oder so beim Overseer. Ist eine Typ hin. Ich glaube, ein Scharfschütze. Was so? Das ist die korrekte Bezeichnung. Oh, Curry. Das ist für dich. Aktiviere sekundäre Verteidigungssystem. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Jetzt schon drei Schüsse, glaube ich, abgefangen. Boah, Curry. Ist das so jetzt ein Schlag? Ich glaube, ich lasse hier einfach eine Nahkampfwaffe, weil die sowieso da und darin wechselt. Ich habe den Schaden genommen. Aktiviere sekundäre Verteidigungssysteme. Alles in Ordnung, Monsieur. So, ist das jetzt der Ort, wo wir herkommen sind? Ja, gut. Dann können wir den Overseer-Raum erkunden. Das ist ja auch ein Geheimgang runter. So wie in Vault ein, schon wieder Fallout sagen. So wie in Vault 101. Die Anfangsworte aus Fallout 3. Wo in den anderen Overseer-Dingern auch nichts, ne? Die wir schon gesehen haben. Meine Güte. So, das war automatisch gemacht. Ein bisschen Patronen. Jetzt kann ich gleich nichts mehr tragen. Wow. Terminal des Overseers. So, das haben wir schon. Abgeschlossen. Warum haben wir dafür eine Mission extra bekommen? Keine Ahnung, ist auch egal. Was? Okay. Ich habe die ganzen Dinger jetzt nicht gelesen, aber hätte ich vielleicht machen sollen. Tun jetzt Leute, die 18 werden, die ja als Versuchsobjekte benutzen oder was?
Forschungsplätze und Bewohnerplätze. Nein, nicht öffnen. Ich will die so öffnen. Safe habe ich auch schon geöffnet. Okay. Mann, Curry, wir haben ja ein riesiges Abenteuer im Vault 75 abgeschlossen. Du hast kein einziges Mal zugestimmt bei irgendetwas, was ich gemacht habe. Was ist los mit dir? Müsste ich doch an zu Hause erinnern. Verschwendet. Cool. So, ja, super, den sein. Schlafzimmer habe ich hier geöffnet. Gottnackte Baba. So, jetzt müssen wir ja das letzte Gottnack-Magazin haben, ne? Ne, was? Da war letztens schon bei 9. Was? Da war doch letztens schon bei 9. Das bin ich jetzt. Okay. Ja, brauche ich jetzt nicht mehr, aber egal. Oh, die Seife. Ich habe sie liegen lassen. Die legt sich erstmal. Okay. Na gut, dann raus hier. Wenn man ganz sehen, hat irgendwie nichts gemacht hat, dann will ich mir halt mal ein. Keine Ahnung. Nicht, dass das Spiel irgendwie geglitscht hat. Das würde mich voll aufregen. Ja, und ich laufe irgendwo hin, wo ich vollkommen falsch bin. Okay. Dann gehen wir hier raus und gucken. Was? Boah. Hier war da irgendwo der Aufzug. Ja. Gehen wir einfach hier raus. Gucken, was noch so in der Nähe hier ist. Dann können wir den Part beenden. Ich wollte schon sagen. Da, das meine ich. Ihr habt das gesamte Paket haben sie verrunzt. Also wenn jetzt nur der Fehler gewesen wäre, die nicht die Klappe halten. Im Dingens, ja, in den ganzen Siedlungen, aber nein. Und 75 Watt, okay, das wird noch mal extra hier. Oh, das hat sich von der Schule zu Volt 75 hier geändert. Okay. Ja, okay, macht Sinn, ne? Bessere Übersicht halt. Raus hier! Haben wir jetzt, weiß nicht, 3 Parts? 2 Parts haben wir eigentlich hier verbracht. Minus den hier. Gott. Was soll's? Eine Wackelpuppe, ein Magazin, das vielleicht oder vielleicht auch nicht funktioniert hat. Will ich mal gucken. Ich werde, nachdem ich hier speichere, wahrscheinlich nochmal den alten Spielstand laden, gucken. Ich acht hatte. Hallo. Sind die Dinger, die hat aktiviert haben? Was? Hä? Ich bin nur hier reingegangen, ist da nichts passiert. Okay. Sind noch irgendwas in der Nähe, was noch nicht erkundet ist? So, Hauptsache ich.
Pass auf, ich tue die ganzen Sachen hier beim ersten Mal nicht auslösen. Stellen wir mal so vor, wenn das hier so in echt passiert wäre oder so. So in real life, du hast irgendwie Vault 75 komplett erkundet, hast voll viele Belohnungen und also was eingeheimst. Denkst dir, boah, das war geil, das hat sich richtig gelohnt. Dann kommst du am Ende noch so raus und fliegst in der Luft wegen so einem Teil. So, da ist noch eine Fabrik oder so. Ich glaube, ich schon letztens gesehen, genau. Also nach getaner Arbeit kommt noch so im letzten Moment, nachdem du fertig warst, so eine blöde Mine und tötet dich. Ja. War ich doch schon mal. Aber ich bin ja mal vorbeigelaufen. Ja, ist gut. Warum auf mich schon wieder? Das ist eine Todeskalle. Die sehr viel höhere Bedrohung ausstrahlt als ich. Danke. Was hat? Ich habe keinen Fatman und so dabei. Wenigstens weiß ich jetzt, dass ich hier noch nicht war. Geblieben. Ich war wieder außer Reichweite, deswegen sind abgehauen, ne? Wer? Natürlich abgehauen. Also wirklich abgehauen. Ich mir da gut Glück nachher ja, so was von zermetzeln jetzt. Okay, du bist noch am Leben, oder? Ja. Okay. Na gut, bist du noch mal mit dem Leben davon gekommen, Trostkralle. Na gut, dann gehen wir eben hier rein, nehme ich an. Kann schon Schlimmes passieren. Außer, dass wir über ein Nest voller Todeskrallen stolpern. Gab es ja auch in Fallout 3. Hi, was geht ab? Geht mit. Komm ich hier wieder raus? Glaub nicht, ne? Ist ein One-Way-Ticket. Der alles reingestolpert ist. Bist du? Ja, Curry lässt sich einfach hier angreifen. Du bist ganz schön riesig. Guck ich mal einer Teil an. Ich kann immer noch Sachen
Umständen. Boah, Visa, richtig ekelhaft riesig. Oh, hallo. Urtland, Bingo. Überlebensführer. Du schwimmst dauerhaft 25% schneller. Oh, das ist auch nicht schlecht. Water Aerobics for Google. What? Curry, magst du es, wenn ich koche? Mich mal irgendwie so ein paar Red Kakerlakenfleisch und so was aufnehmen. So. Oh, drei Stück. Warte mal, sind doch drei irgendwo gewesen. Vielleicht magst du es ja, wenn ich koche, ne? Die eine mal irgendwo im Wasser hier. Nein, okay. Sollte ich vielleicht öfter machen. Ich glaube, ich nehme jetzt auch immer Essen mit. Kann ich auch Erfahrungspunkte bekommen. Oh, was? Ihr wollt mir sagen, ihr habt alle ja so in Frieden und Harmonie gelebt. Boah. Ja, so davon. Das ist für dich. Der hält natürlich voll aus. Gegner verlassen die nähere Umgebung. Schlitz ihn kaputt. Combo. Diese Kronen werden mal angreifen, so. Intakt. Ha, Arm ab. Kampfhandlungen einstellen. Was angedacht? Gegner verlassen die nähere Umgebung. Es ist ein Wunder, dass du dich überhaupt noch bewegen kannst. Aufgepasst. Handeln ist gut. Ja, okay, wenn du was sagst. Hier noch mehr Waffen, die du nicht benutzen wirst. Okay. Ist da noch Öl drinne? Farbdosen haben Öl, ja. Ist aber nicht. Commonwealth, ja. Wir so einen kleinen Ort entdeckt. Ich will jetzt besser schwimmen können. Warum nicht? Ah, schön. Noch besser als die Wissenschaft. Wackelpuppe. In meinen Augen. So, renne. Oh, hallo. Über 50, sehr gut. Ja, schön was für meine Dingens, für meine. Na. Scharfschützengewehr, die Fernbeziehung. Hier kann ja eigentlich nichts mehr sein, ne, wenn da unten schon was war. Ausschließverfahren halt, ne? Aber hier ist noch was. Meh. Geschafft. Schlaf an der Notiz, was? Was? Ah.
die gerne lesen und da war ein Questgegenstand anscheinend. Und sag mal, Katie, stell dein Bett nach unten. Dieses Schlafwandel wird dich noch umbringen, Monty. Okay. Aber ein Quest-Item. Es wäre jetzt nicht hier so Dinge zu kommen, so din din din. Okay. What? Oh. Verdammt. Frost Devils. Von denen hat auch Ada, glaube ich, geredet. Also Leute, die Roboter versklaven oder so, ne? Was? Hört jetzt nicht viel aus, anscheinend. Will ich gegen euch kämpfen? Natürlich will ich das. Ich treffe sofort von die Wand, wenn ich schieße. Bams. Ich schätze, wir sollten uns ihrer entlehnen. Bams. Alter. Succubus. Ihr meint. Ein Succubus verstehe ich zwar was anderes, aber. Boah, wir kommen hier rein. Ah. Willst du mich auf den Arm nehmen? Er hat viel zu viel abgezogen. Oh nein. Nein! So, wer wagt hier durchzukommen? So ein Dreck, ey. Warum? Warum macht das Viech so Schaden? Das hält doch nicht so viel aus. Oh. Das ist ein Schlag und ich bin so gut wie tot. Kämpfen ist nicht mein Gewehr. Mein Gott, das Viech voll über den Boden machen irgendwie Angst. Ich habe beträchtliche. Ja. Über die Impulsminen, die ich habe, falls ich überhaupt eine habe. Nein, habe ich nicht. Kontakt erneut erfasst. Bitte sei noch da. Ich glaube, du warst nicht mehr da, ne? Ja, die Typen sind nicht schwer, anscheinend. Du musstest unbedingt den Helden spielen, was? Oh, geil. Oh nein. Aber geht ja. Damit. Oh Gott. Irgendwas, was auch ein bisschen mehr wiegt. Öl brauche ich. Schaltkreise brauche ich auch. Für Dingens. That damage. Der Roboter.
die beiden Roboter. Okay, was? Okay, wo bist du? Wir rennen jetzt. Wir rennen. Psst. Willst du etwas von mir? Machst du mir rein? Nimm was von mir. Würde ich sagen, ich beende die Party hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.